Servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Saranos und ich heiße euch herzlich willkommen zu Gameplay aus Dragonflight hier fresh auf den Dracheninseln am Start mit unserer Druidin Lumia. Und ja, wie gesagt, wir befinden uns ja aktuell so ein bisschen im Zwischenzeitraum zwischen Level 70 PvP Mythisch Plus und hast du nicht gesehen, also alles, was irgendwie dazugehört. Und Anbetracht dessen nehme ich euch gerade so ein bisschen mit auf meine Reise. Ihr werdet wahrscheinlich die letzte Folge auch gesehen haben. Und nehme euch da so ein bisschen mit auf die Reise hier durch die Dracheninseln. Ja, bis ich dann letztendlich Level 70 bin. Das wird vermutlich, hoffentlich nicht mehr allzu lange dauern. Aber damit ihr trotzdem noch ein bisschen Sound und ein paar Videos auf die Ohren bekommt. Wie gesagt, sehen wir uns dann hier ab und zu jetzt mal. Drachenschuppen-Expedition, okay. Ah, alles klar, okay. So geht's auch. Okay, cool. Ne, alles klar. Dann nehmen wir mal die Quest hier an. Wir befinden jetzt uns auf den Anhöhen, wie heißt das Gebiet hier? Ebenen von Onara, genau. Und sprechen mit Sansok Khan aus Richtung Marukai. Als Sansok Khan seufzt, spricht Okir für sie. Das Volk der Maruk hat sich nicht gegen Außenseiter verschworen, aber alle möglichen Verbündeten müssen sich uns gegenüber dennoch beweisen. Während ihr die Khans trefft und unterstützt, werden sich Geschichten über eure Taten bald herumsprechen. Auf der unteren Ebene des Krutals auf dem Hügel könnt ihr eine der Töchter der Khana Matra finden. Sie kann euch sagen, wie es um euren Ruf bei unserem Volk steht. Vergesst nicht bei euch bei ihr vorzustellen, alles klar. Ich kann echt nicht mehr lesen, also irgendwie, keine Ahnung, seitdem ich aus der Schule raus bin, ist halt komplett den Bach runtergegangen. Trefft die Hüterin des Ruhms und den ruhmreichen Rüstmeister in Marokai. Alles klar. Gut, das sollte kein Problem sein. Quest Ausrichtung Marokai. Ja. Okay, alles klar. Steppen wir mal kurz darüber. Dürfte ja hier kein Thema sein. Und wir sind dann hier am Start. Ruhmreicher Rüstmeister, Hüterin des Ruhms. Welche okay. Wege habt ihr bereist? Zeigt mir eure Waren. Okay, der Kollege verkauft hier auf jeden Fall auch Spielzeuge und Rüstung. Benötigt die Ruhm am 11 bei den Zentauren. Und dann kann man das für Vorräte auf den Dracheninseln einfach kaufen. Das ist natürlich auch nicht schlecht. Aber wie gesagt, ich kenne mich ehrlich gesagt überhaupt nicht aus, wie man schnell an Gear kommt, was man auf Level 70 zuerst macht und so. Da muss ich mir nochmal irgendwie ein paar Videos gönnen oder so. Ich freue mich darauf, euren Beitrag für die Maruk zu verfolgen. Quest beenden. Okay, Ausrichtung Marukai haben wir jetzt gemacht. So, dann würde ich sagen, dass wir jetzt mal hier ins Azur-Blaue Gebirge steppen und mal ein bisschen hochziehen. Und dann können wir direkt mal hier Knallgas geben und mal rüber ins Azur-Blaue fliegen. Ja, genau, da sind wir schon auf der richtigen Höhe. Und ja, da mal eben noch diese Ausrichtung Iskara wahrscheinlich holen. Wäre vermutlich gar nicht so verkehrt. Und ja, wie gesagt, ich nehme euch mal gerne mit auf die Reise. Ich freue mich auch Level 70 zu werden und dann wirklich so ein bisschen ins Endgame einzusteigen, weil aktuell bin ich halt so am Rumdümpeln. Ich meine, ich habe mir jetzt auch echt, muss ich sagen, keinen Stress gemacht, irgendwie schnell Level 70 zu werden oder so. Aber es wäre natürlich schön, irgendwann mal dann letztendlich auch wirklich fertig zu werden. Ja, das ist eine ganz klare Sache, da muss man wirklich so sagen. Das wäre natürlich echt cool. Ja, da irgendwann wenigstens mal so ein bisschen ja, Zug reinzukriegen. Und ein bisschen Power. Ich weiß gar nicht, warum man das unbedingt benutzen sollte. Okay, keine Ahnung, ob das irgendwie mega gut ist oder so. Weiß ich nicht, ist eine gute Frage. So, zack. Ausrichtung ist Kara. Auf jeden Fall anders. Ach, der hat auch so sämtliche... Sämtliche Mounts und hast du nicht gesehen? Berichten. Hüter des Ruhms, ja, okay, das sind immer Hüter des Ruhms. Ausrichtung Iskara. Willkommen in Iskara. Geschichten über eure Taten in Brackenfell haben bereits unser Volk erreicht. Ihr habt schon viele von uns getroffen und es gibt noch viele andere, die gerne Wissen und Waren mit euch austauschen würden.
Bitte nehmt euch einen Moment, um einige der freundlichen Gesichter in Iskara kennenzulernen. In unserer Gemeinschaft hilft man sich gegenseitig, so viel ihr uns also zu bieten habt, so viel haben unsere Leute euch im Gegenzug anzubieten. Lernt einige Händler mit wertvollen Waren kennen. Wir werden euch nicht vergessen. Okay, also wen haben wir denn hier? Den Reittierlieferanten. Ich habe viel im Angebot. Okay, der hat hier einige Reittiere, die alle ziemlich gewöhnungsbedürftig aussehen, wie so Mäuse, aber gut. Der Rezeptlieferant. Bei mir findet ihr, was ihr sucht. Urfluxus, verschmutzte Linse, okay. Ein gerechter Handel. Auf bald. Rundreise, Arzemblauer Gebirge, brauche ich jetzt nicht unbedingt. So, und dann haben wir hier noch den Ausrüstungslieferanten. Ja. Was ist euer Begehr? Okay, der hat hier so ein bisschen Stuff, den man so noch irgendwie holen kann für die Vorräte dann auch auf den Dracheninseln. Ist natürlich auch immer nice zu wissen. Und dann haben wir hier noch den Drachengelehrten. Und wer seid ihr? So, der hat hier die ganzen, hast du nicht gesehen, Hochland-Drachen und so. Ist auf jeden Fall mal interessant, das mal hier so zu sehen. Und dann können wir die Quest hier abgeben. Ein neues Gesicht. Ausrichtung Iskara. Ich hoffe, ihr habt eine angenehme Zeit in Iskara. Wie ihr wisst, sind viele von uns gute Handwerker und Händler. Ich würde vorschlagen, dass ihr ein wenig herumfragt und herausfindet, was mein Volk alles zu bieten hat. Wart immer das Gleiche. Alles klar. Dann Ausrichtung Waldraken. Ja. Überleg gerade, sollen wir da jetzt hochfliegen oder sollen wir irgendwie mit dem Flugmeister, haben wir woher da was? Kommt ihr? Ja, guck mal. Wir können doch kurz da hochfliegen, dann machen wir das eben. Dann habe ich auch ein bisschen Zeit, um mit euch zu labern. Und ja, liebe Leute, wie gesagt, ich freue mich auch, dass der Kanal echt gut gewachsen ist. Man hat jetzt gemerkt, die letzten Tage, wo jetzt keine Videos kamen, ja, war es dann auch wieder so, dass es leider natürlich auch mal ein bisschen stagniert. Da könnt ihr natürlich erst recht nichts für. Aber da mache ich auch jetzt keinen Vorwurf, sondern höchstens nur mir selbst. Wie gesagt, der Übergang bei so einem Addon ist ja eigentlich mal der Punkt, wo ziemlich viele Creator anfangen, einfach massenhaft Videos zu produzieren, was vermutlich auch für den Erfolg und für das Wachstum des Kanals ja sehr produktiv ist. Allerdings war es bei mir so, dass ich zu der Zeit natürlich auch gerade erst aus den Flitterwochen kam, dann natürlich auch viel privat gespielt habe, die Zeit auch irgendwie genutzt habe, um halt auch irgendwie voranzukommen, um halt auch eben irgendwie schnellstmöglich, sage ich mal, Level 70 zu werden. Ich habe ja schon mal ein paar Videos erwähnt, dass ich mir wirklich Zeit gelassen habe und ihr seht es ja auch, ich lasse mir auch wirklich immer noch Zeit. Aber so langsam kann ich dann doch schon mal, ja, Level 70 werden. Ich glaube, es hat nie so lange gedauert, dass ich das Max-Level in einem Addon erreicht habe. Aber wie gesagt, deswegen war es schwierig und was auch natürlich da hinzukam ist, ich wollte natürlich auch irgendwie qualitative Videos bringen, sprich ich wollte dann wieder auf die PvP-Schiene gehen oder dann Sachen machen wie Mythisch Plus, irgendwelche Dungeons, hast du nicht gesehen und sowas wäre dann cool gewesen oder sowas hätte ich generell cool gefunden, wenn ich das hätte machen können, aber das war alles echt schwierig und dadurch, dass ich halt irgendwie vorankommen wollte und so, habe ich da auch keine richtige Idee gehabt, gut, wie kannst du jetzt Videos produzieren in dem Levelprozess und so ein komplettes Let's Play wollte ich jetzt auch nicht zwangsläufig machen, hätte ich natürlich machen können, aber das machen wir dann nochmal in Ruhe mit einem anderen Twink, einfach wenn wir dann irgendwann mal Zeit haben und uns das mit einem anderen Twink dann mal ganz in Ruhe angucken, wenn auch dieser Anfangshype und so mal vorbei ist. Und das ist so ein bisschen dann die Idee dahinter, wie ich da vorgehen möchte. Aber ansonsten, wie gesagt, versuchen wir jetzt erstmal auf Level 70 zu kommen und hier diese Dragonflight-Kampagne irgendwie zumindest schon mal so weit zu spielen, wie es eben halt geht. Ich weiß gar nicht, ob die irgendwann, ja, gekoppelt ist an neue Patches, an neue Inhalte und. Das kann ich gar nicht sagen tatsächlich. Aber wie gesagt, ansonsten gebe ich halt mein Bestes und dann sehen wir uns auch bald wieder in alter Frische im PvP und dann natürlich auch selbstverständlich im PvP tatsächlich dann auch mit verschiedenen Charakteren, weil ich viele andere auch noch auf 70 ziehen werde. Und auch Mythisch Plus habe ich mir vorgenommen, würde ich ganz gerne mal ab und zu laufen und das dann irgendwie im Nachhinein kommentieren. Sprich, ich nehme den Run, wie er war, an sich auf und hau dann im Endeffekt ein Commentary drauf. Über den Mythisch Plus Run finde ich eigentlich auch gar nicht so verkehrt, wenn ich ehrlich bin. Und ich denke mal, das wäre auch für euch wahrscheinlich jetzt nicht so, dass ihr sagt, oh nee, bitte nicht, das geht gar nicht oder so. Also wäre wahrscheinlich schon vermutlich für alle irgendwie eine coole Idee.
Ausrichtung Drachenschuppen Basislager. Willkommen im Basislager, Lumia. Toddy und ich haben eine Weile gebraucht, um den perfekten Platz für ein Lager zu finden. Aber unsere Wahl könnte mich nicht glücklicher machen. Leichter Zugang zu Ruinen, Brutplätze der Protodrachen und natürlich die Drachenschwärme. Warum nehmt ihr euch nicht ein paar Minuten, um euch das Lager anzusehen und einige der Versorger kennenzulernen, die die Expedition am Laufen halten? Trefft die wichtigsten Versorger. Okay, dann haben wir hier direkt einen Kollegen. Was ist mit ihm? Gelehrter Lieferant. Wonach steht euch der Sinn? Okay, was haben die eigentlich immer irgendwie kosmetisch? Okay. Kelle des Ausgräbers. Meißel des Ausgräbers. Okay, das sind irgendwelche kosmetischen Gegenstände. Katalogisierer-Lieferant. Okay, die haben hier so Mounts dann auch nochmal zusätzlich. Okay. Dann haben wir hier den Forscher-Lieferant. Es gibt nichts, was ich nicht erklimmen kann. So. Ich sehe euch zuerst. Okay, der Kollege hangelt sich da irgendwie hoch. Auch nicht schlecht. Interessiert an feinsten Waren? So. Handwerker-Sachen. Okay, da kann man auch wieder ohne Ende. Feines Handwerk braucht ihr. Hüterin des Ruhms. Okay, die ist... Nehme ich an, hier drin. Okay, das ist die Hüterin des Ruhms. Sehr gut. Dracheninsel-Artefakte. So, also. Oh, ein neues Artefakt. Ich werde es in der Register eintragen und anmerken, dass ihr es gespendet habt. Okay. Lasst euch nicht vom Klabauderan holen. Okay, was ja. Was kann ich für euch tun? Ah, okay, dann kann man hier auch immer. Ah, hier ist Toddy, okay. Ich habe meinen Opa getroffen, oder? Glaubt nicht an seine Geschichten, er gibt gern mit der Familie an. Bis zum nächsten Abenteuer. Jetzt haben wir noch die Ausrichtung Baldraken. Das ist jetzt die Frage... Ja, da oben müsste irgendeine Quest sein. Ich werde das mal so machen, dass ich mal kurz rübersteppe nach Waldraken. Ja, das ist ja direkt da oben, ne? Pass auf, dann machen wir das so. Fliegen wir kurz hier hoch. Sollte ja kein Problem sein. Also man, klar, du kannst es auch mit Drachenreiten machen, aber da hoch zu fliegen und da das Tempo aufzunehmen, ist jetzt auch nicht unbedingt immer das Leichteste, sag ich es mal so. Deswegen würde ich sagen, machen wir das so, dass wir einfach kurz hier rübersteppen. Und der fliegt uns ja direkt hier quasi hoch. Das sollte dann ja passen. Und ja, ich weiß gar nicht, woran ich weiß gar nicht, wo ich jetzt stehen geblieben bin. Aber auf jeden Fall freue ich mich da sehr auf die Zukunft. Und ich freue mich natürlich auch, wenn wir dann die ersten 100 Abonnenten knacken. Das ist natürlich auch ein riesengroßer Meilenstein für mich. Ich weiß noch damals, als ich den ersten Kanal hatte, Immortal Games, da hatte ich innerhalb der ersten 47 Videos, hatten wir schon fast 300 Abonnenten. Und auch irgendwie 13.000 Klicks auf dem ersten Video. Das war auch damals ein PvP-Video mit meiner Kriegerin Cecilia. Zu seiner Zeit und ja, das sind wirklich wilde Zeiten gewesen. Da war YouTube aber auch noch ein ganz anderes Geflecht an Creatoren und generell an Qualitätsanspruch und. Das ist alles natürlich viel extremer, viel immenser geworden, sage ich mal. Das kann man jetzt gar nicht mehr wirklich vergleichen irgendwie. Kann man jetzt gar nicht mehr wirklich irgendwie vergleichen. Deswegen mache ich mir da auch gar keinen. Deswegen mache ich mir da auch gar keinen Stress, dass wir das irgendwie... Ja, Ausrichtung Waldraken, da habe ich so ein bisschen das Problem. Holz Aldamshi. Welche Quest gehört jetzt dazu? That's the problem, I don't know. Vielleicht hat der hier die Quest-Ausrichtung irgendwie oder so. Meine Streitkräfte zum Schutz. Meldet euch wieder. Ruhm für Waldraken. Auch nicht, oder? Warte mal, helft einmal. Eilt euch. Hat der Kollege hier vielleicht irgendwie die Quest oder so? Ich wandle in den Fußstapfen von Tyr. Okay, der hat hier auf jeden Fall... Für das Wohl der Drachenheit. Der hat auf jeden Fall hier, ja, aber da ist echt die Frage, ne? Also, was mache ich jetzt mit Ausrichtung Waldraken? Freie Orientierung.
Frage ist, was gibt es denn hier noch? Freie Orientierung, Waldracken. Die Suche nach Titanrelikten, bla bla bla. Ich habe absolut keine Ahnung, ne, Leute. Ich habe absolut keinen Plan. Ich würde sagen, ich schaue das mal irgendwie gerade private nach. Also nicht in der Aufnahme. Und dann werde ich irgendwie mal gucken, welche Quest das ist, die ich jetzt annehmen muss und fortgeführt werden muss. Und das ist auch mal ein Bild für die Götter, sage ich mal. Und, nee, warte mal, wir stellen uns mal hier hin. Also. Stellen uns mal hier hin und machen hier mal ein schönes Foto. So, das sieht doch sehr schön aus. Nee, aber ich gucke das mal eben kurz irgendwie einfach so nach. Ich weiß es nicht, irgendwie komme ich hier gar nicht drauf. Der leuchtet halt so, ne? Das ist irgendwie, glaube ich, ist das der hier. Der Drachen steht unter meinem Schutz. Hier, das scheint aber nicht die Quest zu sein. Standhaft. Ja, okay, nee, alles klar. Ich schau erstmal, ich kann fast vermuten, dass sie die Quest hat, aber ich bin mir jetzt ehrlich gesagt ein bisschen unsicher. Deswegen würde ich sagen, ja, machen wir es jetzt erstmal so, dass ich erstmal hier schaue und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, liebe Leute. Macht's gut, euer Zaranos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao.